In der US-Stadt Louisville demonstrieren tausende Menschen gegen Polizeigewalt und Rassismus. Dabei kommt es zu heftigen Konfrontationen. Zwei Polizisten werden durch Schüsse verletzt. Die Wunden seien soweit nicht lebensgefährlich. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Auslöser der Demonstration ist die Justizentscheidung im Fall der Afroamerikanerin Breonna Taylor, eine 26-jährige Rettungssanitäterin, die im März in ihrer Wohnung von Polizisten erschossen wurde. Die Generalstaatsanwaltschaft hat nun Anklage gegen einen der beteiligten Polizisten erhoben, der damals in die Nachbarwohnung geschossen hatte. Die zwei anderen Polizisten hingegen, die auf die 26-Jährige gefeuert hatten, bleiben von jeglicher Anklage verschont. Auch in anderen US-Städten wie New York und Boston sorgt die Justizentscheidung für zahlreiche Demonstrationen.